meiner Perspektive der Theologie möchte ich ein paar Impulse mitgeben. Ich denke, das ist der einzige Anspruch, den man haben kann in diesen 20 Minuten. Anregung zum Weiterdenken. Und nach Predigten, ich bin als Diakon, auch als Prediger unterwegs, höre ich oft, dass die Leute mir sagen, sie haben noch tagelang dran herumgedacht. Das ist dann ein schönes Lob, kommt nicht jede Woche vor. Wenn es in Ansätzen so ähnlich heute wäre bei dem einen oder anderen Punkt, wären wir beide, glaube ich, zufrieden. Ich freue mich, dass wir heute Abend so zusammenkommen zu diesem Thema Stille. Und tatsächlich ist es so gedacht, dass wir aus zwei Perspektiven auf dieses Phänomen schauen und so dieses Thema quasi eingreifen und ich denke auch dann in der Diskussion vielleicht auch entwickeln. Das wäre so mein Wunsch für heute Abend. Und ja, damit darf ich das Wort wieder zurückgeben an dich, Thomas. Danke dir. Wir haben eine gemeinsame Präsentation gebastelt, also eine PowerPoint, die Sie nachher auch dann bekommen, wo der erste Teil jetzt begleitet ist durch Begriffe und Bilder zu meinem Part und bei Professor Lanik dann ebenfalls. Es schließt sich also unmittelbar an. Ja, den Titel haben Sie ja gesehen, was Lanik hier gleich mal gemacht hat. Er hat ein Büchlein von mir reingebastelt. Das ist keine Werbung, soll es nicht sein, sondern beim Thema Spiritualität war es so, dass dieses Buch in der Buchbesprechung als moderne Mystik beschrieben wurde. Und der Ansatz, den ich da drin habe, hat ganz viel mit der Stille zu tun. Deswegen möchte ich diesen praktischen Anblick auch wählen heute Abend und das kurz auch benennen. Mein Ansatz war, offen zu werden für oft Überhörtes im Alltag, im Beruf, im Leben, in der Familie, in der Partnerschaft. Theologisch damit auch das Heilige und wie, indem ich ruhig werde. Ja, und das habe ich in diesem Büchlein versucht. Und da der Titel ja eine Metapher arbeitet, da komme ich nachher noch zu, wollte ich es Ihnen nicht vorenthalten. Ich arbeite darin mit Stimmungsbildern, mit 40 Bildern, die wir zu Texten hinzugestellt haben. Und das hat etwas zu tun. Das, glaube ich, könnte eine Parallele sein zum Grafikdesign. Dass wir im Coaching mit inneren Bildern arbeiten. Das heißt, Bilder, die von außen durchs Anschauen, durchs Meditieren etwas auslösen im Inneren. Okay, das einfach als praktischer Einstieg. Jetzt werde ich mit Begriffen arbeiten. Begriffen, die ich nicht definieren möchte, aber die ich für wesentlich erachte, dass Sie die mal hören in diesem Zusammenhang, im Kontext Stille, um es zu übertragen nachher in Ihren Bereich. Seelsorge. Ich habe gesagt, ich bin als Seelsorger unterwegs seit 8 Jahren. Im Moment bin ich mehr in Sabbatical. Das heißt, ich bin noch im Lehrauftrag beim Staat und freiberuflich. Frau Kühne hat es gesagt. Aber die Seelsorge ruht im Moment aus eigenem Wunsch. Und ich spreche jetzt quasi aus der Stille heraus über das Thema Stille. Was Sie in den letzten 8 Jahren in der Seelsorge erlebt. Die Seelsorge als Begriff gehört klassisch in die Sakramentenspendung. Eigentlich klassisch nur die Sakramentenspendung, also evangelisch 2, katholische Seite 7. Das ist heute nicht mehr so möglich, nicht mehr zwingend möglich, nur durch Sakramente die Seele quasi zu umsorgen. Deutet auch den Paradigmenwechsel an, den Kirche und Theologie da geben musste, Gott sei Dank. In der Seelsorge haben wir Rituale. Ich habe das mal beschrieben als Zeichen für das Leben, als Mittel, die ich verwende als Seelsorger, die Übergangssituationen gestalten, die aber auch in Momenten, wo das Urvertrauen, jetzt sage ich es mal so, im Bild verletzt ist, helfen können, das wieder zusammenzubringen, was in der Seele gerissen oder zerbrochen ist. Das heißt, wenn Menschen in Übergängen stehen ihres Lebens oder wenn Schicksalsschläge sich ereignen, Unvorhergesehenes eintritt, dann können Rituale uns helfen, trotzdem uns auszudrücken, weil wir gestaltpsychologisch eine Form dafür finden. Sie sehen das auch, wer Kinder hat, ja bei Kindern, dass Rituale für Kinder sehr essentiell sind. Also als feste Verhaltensmuster einer Kultur, Gesellschaft, aber auch von einzelnen Menschen. Und Rituale, das ist deshalb für mich so interessant, gehören natürlich schon seit je und je zum Grundbestand des Religiösen, aber sie sind von Sozialwissenschaften wieder entdeckt worden in der Prüfphase der Bundesrepublik
Und dadurch sind sie in der Kirche auch wieder neu entdeckt worden. Und ja, auch für die Markenforschung, das Markendesign und so weiter. Ohne Rituale geht es dann nicht. Das Gleiche ist mit Symbolen. Ich habe gerade von Sakramenten gesprochen. Symbole kommt aus der griechischen Rechtssprache. Ein Symbolon ist eigentlich etwas, eine zerbrochene Tonplatte, mit der man einen Vertrag symbolisiert. Das heißt, der Käufer, der Käufer, der Verkäufer enthält eine Seite. Er erhält eine Seite und erst wenn ich es zusammenlegen kann, kann ich wieder uns beiden klar machen, da war ein Vertrag, liegt ein Vertrag vor. Das heißt, übertragen, im Symbol fällt eine innere, das heißt im Beispiel der Kauf, mit einer äußeren Seite, im Beispiel der Tonschärfe zusammen. Und damit, wenn ich das übertrage, verbinden Symbole also Inhalte. Und wenn wir das beides zusammendenken, Rituale und Symbole, und jetzt komme ich zum vierten Punkt auf dieser Folie, als Ausdrucksmittel einer Gemeinschaft, ob religiös oder nicht, dann kann ich mit diesen beiden Mitteln im Prinzip Raum und Zeit durchbrechen. Ich lasse das einfach mal so stehen, ich erkläre es später noch, was ich damit meine. Als Seelsorger habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, für die eigene Seele zu sorgen. Wenn man regelmäßig mitträgt, das ist in allen sozialen Berufen, so mindestens in den sozialen und in allen, wo ich schaffe, kreativ bin, aber eben auch, wo ich mittrage, am Leid der anderen, wo ich regelmäßig die Füße auf den Friedhof bekomme, wobei ich das ganz positiv sehe, das relativiert auch sehr viel. Es lernt man auch, für seine Seele zu sorgen und auch als Mann, sage ich jetzt ganz ehrlich, da auf sich ein bisschen besser zu achten. Schöpfung habe ich da stehen. Ist ja auch ein Begriff, der im Design, in den Stehen wichtig ist, schöpfungstheologisch. Das ist ja so, Sie kennen alle diese Geschichte mit den 7 Tagen und so weiter. Nehmen wir diese Metapher mal mit dem 7. Tag. Ein Schüler hat in einer Präsentation jüngst mal gesagt, Gott schuf die Welt, dann schuf er den Menschen und dann gab er den Menschen erstmal zu schaffen. Fanden wir als Korrektoren ganz witzig, war eine Präsentationsprüfung. Wir Menschen sind keine Maschinen. Und dieser 7. Tag kann einfach auch ein Symbol dafür sein, dass die Rekreation zur Biologie gehört. Und mit der 7 ist es ja so, biblisch bedeutet, dass es ist voll, es ist erfüllt, es ist genug. Und biologisch die Zellerneuerung nach 7 Jahren und so weiter. Also da sehe ich starke Zusammenhänge. Und das Tohuwabohu, was ja oft mal zitiert wird von der Mutter vielleicht, wenn sie in das Zimmer des Sohnes kommt oder so, heißt ja eigentlich nicht Unordnung, sondern wüst und leer. Und biblisch aus diesem Tohuwabohu entsteht Ordnung, das heißt, das wüst und leer gehört zum Entstehungsprozess. Also Chaos, auch Chaos der Gedanken, wenn etwas entsteht, und Ordnung finden, gehören für mich also theologisch-spirituell zusammen. Und jetzt habe ich immer das Wort Spiritualität schon eingewoben. Ich möchte es erklären. Beide Begriffe erklären an diesem Bild. Es ist ein Bild aus diesem Büchlein von mir. Ist einer meiner, es symbolisiert, es ist nicht der reale Ort, das macht der Verlag ja immer, aber es symbolisiert einen meiner Lieblingsorte. Das ist der Damm an der Donau. Und ich beschreibe in diesem Buch eine Geschichte, wie ich dort laufe, wie ich einer Schafherde begegne und wie die Kommunikation miteinander quasi, wie ich die auslege. Und ich rede ja nicht von Religion, ich rede nicht von Religiosität, ich habe auch noch von keiner Kirche gesprochen. Mein Joggen ist spirituell. Ich rede von Spiritualität und Mystik. Und wenn ich von Spiritualität rede, ich gehe mal wieder zurück zu dem Begriff, dann haben wir im Begriff oder im Wort den Begriff des Geistes und den Begriff des Wortes, des Atems. Geist und der Atem. Vielleicht kennen Sie von den alten Römern das Wort dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Auch vor. Das heißt, es gibt noch eine andere Ebene, eine andere Dimension der Erfahrung, in die ich mich eingebunden, eingewoben fühle. Das ist für mich Spiritualität. Das rede ich ganz persönlich. Es ist auch kein Zufall, dass die Kirche diesen Begriff wiederentdeckt hat, nachdem es mit anderen Begriffen nicht mehr ging. Weil aus meiner Sicht, sage ich ganz ehrlich, Spiritualität öffnet. Und Religion, die bewahren will, kann eben oft auch dazu führen, dass sie festmacht, dass sie definiert, im Moment dieser leidige Streit,
bei den katholischen Bischöfen, dann mit der Zulassung von evangelischen Partnern und so weiter. All das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Da geht es um Bewahren, um Festhalten. Spiritualität geht für mich in die Weite. Ebenso kann man den Begriff der Mystik falsch verstehen als geheimnisvoll, wenn man es wörtlich nimmt. In der Tradition gibt es viele Mystiker, Meister Eckhart, Hildegard von Bingen, um nur zwei christliche zu nennen. Und die Mystik verstehe ich als Weg, diese Spiritualität zu leben. Also das, was ich gerade als offenere Möglichkeit bezeichnet habe, im Gegensatz zum Religiösen, ist im Prinzip in der Mystik die Methode oder der Weg. Und das Schöne an der Mystik ist, die ist religionsübergreifend, weil ich keine Glaubenssätze habe. Ich muss nicht streiten darüber, wie ich Gott definiere. Folglich bin ich dann frei eigentlich für das, was ich nicht definieren muss, wo ich aber spüre, dass es fließt. Ich gehe zurück zum Bild des Joggens und ich sage es Ihnen jetzt ganz plastisch, aber es ist so. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem schöpferischen Tun. Ich gehe joggen, einmal die Woche. Ich nehme nichts mit. Ich denke nicht zwanghaft nach. Ich lasse es laufen, in mir auch. Und ich komme oft nach Hause, wenn ich samstags gejoggt bin. Wie gesagt, ich mache im Moment nur Seelsorge, so im Familienkreis und bei Freunden, hatte jüngst eine Taufe. Als ich freitagabends gejoggt bin, war nach dem Joggen unter der Dusche die Predigt fertig. Das ist vielleicht ein schönes Bild. Nicht sich hinzusetzen und stundenlang zu schreiben, sondern in einem ganz anderen Ort zu spüren, es ist dann fertig und ich habe nicht bewusst gedacht. Und so, Moment, jetzt muss ich schauen, geht es mir oder ist es mit allen Momenten, wo ich Kohärenz spüre, also eine Stimmigkeit, in Glückserfahrungen, in Erfahrungen von tiefer Sinnhaftigkeit, in Momenten, wo ich ergriffen bin, dann übersteigen wir im Prinzip Raum und Zeit. Ich sage jetzt einfach mal, wir spüren und erfahren mehr als alles und das ist Transzendenz. Und bitte verstehen Sie das ganz unphilosophisch. Ich bin Vater, wir haben drei Kinder, oder das dürften Sie jetzt nicht hören, eine Erwachsene, zwei Jugendliche. Ich habe die drei Geburten miterlebt. Ich habe neben meinen Naturerfahrungen, glaube ich, sage das ganz offen und persönlich, keiner dichteren Gotteserfahrung erlebt als in den Geburten. Und ähnlich ist es so, wenn ich als Seelsorger am Bett eines Sterbenden bin. Sie kriegen Gänsehaut, sie sehen in die Augen, beide wissen, es ist soweit. Und sie spüren diesen Schritt, diesen Übergang vom Sterben zum Tod. Und da ist eine Ahnung in den Augen, das ist Transzendenz. Ich möchte Ihnen das als Erfahrungswert auch dazulegen, weil ich glaube, es ist gut, dass wir praktisch eine Stelle miteinander uns austauschen. Ich gehe einmal pro Jahr in Schweigen, in sogenannte Exerzitien. Das mache ich jetzt seit 9 Jahren. Das Wort kommt von Ignatius von Loyola. 10 Tage Schweigen. Keine Gespräche, allein, ein Buch, nicht die Bibel und kein Handy. Die ersten 3 Jahre mit geistlicher Begleitung, dann allein. Und ich kann Ihnen sagen, ab der 5. Nacht schlafen Sie anders, Sie träumen anders, Sie haben Bilder aus der Kindheit, Gerüche, Orte sogar. Das ist eine wahnsinnig tiefe Selbsterfahrung. Und seit 2 Jahren gebe ich diese Technik weiter. Allerdings nicht in 10-tägigen Seminaren, sondern in Wochenendkursen, wo keine Kirchenleute kommen im Wesentlichen, sondern aus dem Business. Und es ist wie mit dem Laufen nach jeder Schweigezeit. Also nach 10 Tagen habe ich eine Buchidee fertig, ohne dass ich 10 Tage sitze und mache. Das heißt für mich, in der Stille ordnet sich sehr viel und es entsteht was Neues. Ich komme nach Hause, ich setze mich hin, ich schreibe und ich habe eine Gliederung. Ja? Das ist so meine eigene Erfahrung mit Exerzitien, mit Tagen der Stille, die ich mit diesem Bild transportieren möchte. Das heißt für mich, da wir alle in gewohnten Gleisen laufen, bewährten und erprobten Mustern folgen, brauchen wir Zeiten der Irritation des Üblichen, so nenne ich es mal. Zeiten der Irritation des Üblichen. Als Lehrer quasseln wir am laufenden Band. Es hat mal jemand ausgerechnet, durchschnittlich 3 Sekunden hält es unser Berufsstand aus, zuzuhören, bevor man losquatscht. 3 Sekunden. Nach den Exerzitien ist es so, ich finde regelmäßig recht zu meiner Sprache zurück. Die Kinder sagen mir, du redest viel langsamer, ich rede auch bewusster, langsamer.
Das mag man jetzt vielleicht nicht glauben. Ich versuche jetzt die Zeit wieder reinzuholen. Und wenn ich das auf den Alltag übertrage, heißt das Unterbrechungen. Zeiten des vermeintlichen Nichtstuns, der Stille, führen genau auch dazu, zur Neuordnung, zur Neuregulierung und im Wort des Musterzustandes. Das ist ein Begriff, den wir im Coaching benutzen. Das heißt, neue Kontexte, veränderte Kontexte, irritierte, in einem guten Sinne irritierte Kontexte führen zu einer neuen Handlung und zu einer neuen Haltung. Und da verweise ich auf Gerald Hüther und Göttingen, zu neuen Verbahnungen im Gehirn, die wir ja alle, ich, wenn ich eine Predigt mir ausdenke, sie werden sich was erschaffen, was Haptisches oder was ein Plakat. Schöpferische Kreativität, die vorher nicht so da war, durch diese neuen Verschaltungen. Okay. Ja, Sie können sich vorstellen, dass so Exerzitien, ich bleibe kurz noch dabei, kein Urlaub am Strand sind. Da können Sie schon mal eine Nacht wach liegen, das habe ich im Alltag nie, ich lege mich ins Bett und schlafe, und denken eine Nacht an eine alte Liebe, von der Sie gar nicht mehr wussten oder whatever. Das heißt, da kommen Sachen hoch, die sie in sich haben. Und so ist mir das auch in der Seelsorge begegnet. Ich begleite Menschen in der Krise. Und die Krise ist es theologisch, aber nicht die schlimme Krise. Wer will schon eine Krise haben? Und das könnte für Sie jetzt auch ein guter Ansatzpunkt sein, sondern die Krise ist immer auch ein Wendepunkt. Der Moment, aus dem heraus, woher auch immer, plötzlich etwas aufbricht. Das heißt, verbunden auch mit Ressourcen. Und diese durchzuhalten, diese Krise, das ist spirituelle Haltung, finde ich. Übertragen auf den Schaffensprozess heißt das, wenn ich seit Wochen im Prinzip im Blues sitze und nichts mehr kommt, mich einlassen auf die Krise bedeutet dann theologisch oder spirituell eben auch den Wendepunkt erwarten. Ganz untheologisch, eigentlich humanistisch, das ist aber die Seite des Coaches in mir. Ich bin jedes Mal berührt. Schwerpunkt sind Einzelgespräche, Prozesse bis zu einem Dreivierteljahr, wo man sich 6, 7 Mal trifft. Es ist manchmal unfassbar, was Menschen, die noch beim letzten Mal vor Ihnen gesessen haben, als Jammerlappen und gut Deutsch, beim nächsten Gespräch Ressourcen entdeckt haben, von denen sie selbst nicht wussten, dass die in ihnen liegen. Wenn ich es nicht und hoffentlich auch wenige andere Seelsorger so machen, dass sie vertrösten oder dass sie es wegbeten oder so, sondern an diese Ressourcen glauben, weil wir als Menschen alle Ressourcen haben, sonst wären wir nicht mehr am Leben, bringt was Neues. Und wie gesagt, nee, das habe ich gerade nicht, aber ich habe an Gerhard Hüther verwiesen. Die Hirnforschung bezeichnet Ressourcen als all das, was neuronale Verschaltungen zulässt. Und damit neue Muster. Und der Kairos, vielleicht ist das auch interessant für Sie, der Kairos ist der Zeitpunkt, oder mache ich es andersrum, hier unten sagt man, du bekommst aber auch immer zur Unzeit. Zur Unzeit. Das heißt, es gibt irgendwie ein Gefühl dafür, dass etwas gerade nicht passt. Und der Kairos ist genau das Gegenteil. Der Kairos ist jetzt theologisch die Zeit der Gnade oder untheologisch. Es gibt eine Stimmigkeit von Thema und Zeit. Und wenn ich diese Stimmigkeit von Thema erwische, dann ist es quasi der Kairos, Gott gegeben oder wie auch immer Sie es formulieren wollen. Und diese Stimmigkeit schafft natürlich dann mehr, als wenn ich es mir übers Knie erzwingen muss. Ja. Ich möchte nochmal mit einem Bild kommen, auch in diesem Büchlein, es wieder fließen zu lassen. Das ist so für mich als Theologe der Auftrag der Seelsorge. Überall, wo wir nicht den Anspruch haben, kümmern wir uns um sonst was, aber nicht darum, dass es fließt. Und die Haltung zu haben, dass es fließt. Und dass wir als, ich sage jetzt mal im Bild, dass wir als Lebende, gar nicht als religiöse oder glauben, als Lebende mit im Fluss des Ewigen sind, das ist für mich spirituell. Und wie vorhin schon angedeutet, der Weg und die Techniken dazu wären nach meinem Verständnis weisen der Mystik. Das habe ich fast noch mehr im Coaching wiederentdeckt als in der Seelsorge, dass wir, und das ist wichtig so, als Menschen eben mit dem alten pädagogischen, aber meines Erachtens immer noch zutreffenden Begriff, Menschen ganzheitlich begreifen müssen und nicht als hirnende Menschen. Das heißt, Muster entstehen nicht nur im Geist, die Seele muss mitgehen, der Körper muss
es echt ausdrücken. In der Therapie würde man sagen, es sind ansonsten unauthentische Symbolisierungen. Das heißt, der Körper drückt dann etwas aus, was er eben gar nicht mitgehen kann. Diese Verzerrungen, das kennen wir alle vielleicht in der Kommunikation. Das heißt, diese Stimmigkeit des Menschen als Geist, Leib, Seele, Wesen. Und wenn Sie einen Menschen ansprechen wollen, mit Marketing, glaube ich, ist es auch sehr wichtig. Raum- und Zeitlosigkeit. Ja, habe ich vorhin schon angedeutet. Als Theologe ist es, und auch als Lehrer, ist es mir wichtig, dass ich mich auf Metaphern reduziere. Das heißt, ich halte von Metaphern mehr als von Glaubenssätzen oder von Bekenntnissen, weil die eingrenzen, weil die definieren, lateinisch, also final setzen. Und diese Metaphern sind Näherungsbegriffe, die entgrenzen können, die Mystik entgrenzen kann, sprachlicherweise. Und was ich Ihnen hier eingestellt habe, sind Buchtitel von mir. Einen kennen Sie ja schon, in dem Atmen und so weiter, Geist, ja, da habe ich versucht, das aufzunehmen, was Spiritualität ist. In dem im Moment Raum geben, versuche ich eben im Hier und Jetzt zu bleiben mit dem, was ich da schreibe. Meine Thesen, die dürfen sich dann zu Hause mal in Ruhe zu Gemüte führen. Die kommen die Folien ja mit. Vielleicht das letzte Wort auf das nochmal verweisen. Das habe ich so explizit nicht gesagt. Ich habe es implizit angedeutet mit der Neurowissenschaften. Das, was ich dazu Veränderung von Mustern gesagt habe, ist im Prinzip Neuroplastizität. So würde es Gerald Hüther nennen, Göttingen Hirnforscher. Das heißt, was ich zu Mustern und synaptischer Beschaltung gesagt habe, Neues, auch ganz plastisch im Hirn entsteht durch diese Irritationen, durch diese Auszeiten, durch das Zulassen, dass mir etwas zufällt, vermeintlich, ohne dass ich es machen muss. Und das finde ich einfach sehr stark und auch vor allem für die Theologie, dass ich es quasi sogar bildgebenden Verfahren messen kann. Also dass es nichts Eingebildetes ist, sondern es sind plastische Veränderungen, die im Hirn einfach entstehen. Oder eben nicht einfach. Ja, diese Geschichte, die ich rausgesucht habe von Antonio de Mello, ein Inder und ein Jesuit, aus meinen Augen ein moderner Mystiker, ist aber schon einige Jahrzehnte tot. Das widerspräche dem Verständnis von Mystik, wenn ich Ihnen das jetzt vorlesen würde. Ich möchte Ihnen das ans Herz legen für Ihre erste eigene stille Übung nach diesem Abend, wann auch immer. Ja, und geplant war, da muss ich jetzt mit Kabel bewegen, streiten, Sie einzuführen in eine Körperreise, das ist so eine Methodik. Ich versuche die mit Blick auf die Grünen einfach mal zu erklären, weil ich jetzt unter Zeitdruck das mit Ihnen noch nicht machen kann. Den Lieblingsort als Ressource mit sich führen heißt, es entspricht auch meiner eigenen Erfahrung, dass alles in uns ist. Alles, was bewusst und mit Emotionen erlebt worden ist, und das unterstreicht oder würde die Hirnforschung auch unterstreichen. Freilich ist das überlagert, aber wenn sich die Wasseroberfläche beruhigt, im Bild gesprochen, wir zur Stille zurückfinden, und das lerne ich jedes Jahr in den Exerzitien, dann kommt es. Es kommt das Gefühl, es kommen die Farben und Töne und es kommt sogar manchmal der Geruch, weil nämlich diese Erfahrungen auf der vorsprachlichen Ebene sind und da sind und wir ja auch als Kinder schon einige Jahre, 2 oder 3 im Prinzip auch gelebt haben und gut gelebt haben und verstanden worden sind, auch ohne Worte. Das heißt, diese vorsprachliche Ebene ist für die Spiritualität und für die Seelsorge aus meiner Sicht ganz entscheidend. Da kann man ja mal drüber nachdenken, wie weit das im Design oder in der Werbung auch sein dürfte. Und ich habe diese Körperreise im Einzelcoaching schon oft eingesetzt. Heute fehlt mir die Zeit dazu. Ich deute es kurz an. Ich habe erfahren, auch bei mir selbst, dass es möglich ist, zu jeder Zeit, wenn ich mich lösen kann von dem, was mich quasi umquirlt gerade, wie so ein Powernapping, mich zu konzentrieren, zu meditieren, einen Ruheort, einen Ort, wo es mir gut geht, wo ich gern sitze. Und wenn ich das nun nicht nur im Geist mache, sondern eben auch in der Seele und mit dem Körper, dann kriegen Sie dieses Feeling. Und im Coaching mache ich so, dass ich nur aus diesem Feeling heraus Ziele erarbeite. Alles andere bleibt im Hirn, bleibt verkopfte Geschichte. Und erst wenn Sie im Prinzip die Körper und die Seele mitnehmen, durch so Methoden. Das nennen wir eben diese Musterzustandsunterbrechung. Das zeigt uns der Körper sofort. Dann
können Sie Neues schaffen. Das heißt, könnte für Sie vielleicht heißen, über diese Orte, eben keine Sehnsuchtsorte, sondern reale Orte, in einen Zustand sich bringen, den Sie kennen, den Sie nicht machen, den Sie haben, und wieder in Erinnerung rufen, der Gelassenheit und einen tiefen Zugriff zu Ihrem Brunnen der Ressourcen mit sich bringt, sodass Sie daraus schöpfen können. Und schöpfen heißt, wenn Sie Mystik richtig verstehen, eben nicht runterschöpfen, sondern kommen lassen. Also, das wäre jetzt, um Kollegen Lanik die Zeit nicht zu stehlen, diese Andeutung meiner Alternative, anstatt es mit Ihnen jetzt durchzumachen. Und vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit, dass wir sowas sogar zusammen mal machen. Virtuell habe ich es ehrlich gesagt auch noch nie probiert, aber an dem Punkt würde ich jetzt dann einfach der Fairness halber den Punkt setzen. Also ich denke auch, dass es jetzt in der Gesamtsicht ganz interessant sein wird, die Schnittmengen und die Überschneidungen halt einfach festzustellen zwischen diesen beiden Systemen. Und dann denke ich, kann man da nochmal auch drüber diskutieren, was der Einzelne so halt mitnimmt, beziehungsweise auch Erfahrungen selbst hat, die jetzt in einem neuen Licht steht. Das wäre natürlich optimal, denn das, was ich vorzutragen habe, ist tatsächlich eine Methode im klassischen Sinn, weil sie natürlich nicht in erster Linie aus einer spirituellen Perspektive entstanden sind bei mir, sondern eben aus einer professionellen im weitesten Sinne. Und deshalb bin ich in der Frage schon ganz eindeutig in der Dimension der Methodik, weil das, was ich jetzt vorzuschlagen habe, sind sogar Techniken, die ja aus dieser aus diesen Übungen stammen. Und da möchte ich jetzt mal übernehmen mit dieser Folie. Wir haben jetzt viele Worte schon und Begrifflichkeiten schon gehört, die ich einfach nur aufgreifen kann. Also Kraftort ist für mich der Wald. Ich bin ganz froh, immer in Nähe von einem Wald zu wohnen als Landmensch. Und da dreht sich jetzt auch vieles drum, was ich zu erzählen habe, aus einem ganz alltäglichen Bereich. Und der Arbeitstitel ist also Stille als Methode. Und dann möchte ich mal ein paar Ausschlüsse machen, weil ich über das Nachdenken über diesen Abend, das liegt schon eine Weile zurück, dachte darüber nach, was kann man denn in dieser Serie von zur Existenzgründung eigentlich noch beitragen? Und dann war mir klar, dass es irgendwie in diese Richtung sein muss, aber ich habe natürlich auch sehr schnell feststellen müssen, dass ich gar nicht das Gewerk bin, darüber zu sprechen. Und deshalb bin ich froh über diesen Dualismus, den wir heute Abend haben mit Theologie und Design, weil es eben mir darum geht, deshalb ist Begriffe jetzt hier durchgestrichen, dass es die Begrifflichkeiten sind, die meine Sprache mir bereitstellt und nicht die, die aus der Theologie oder sonst woher stammen. Es geht mir auch nicht darum, eine Generalisierung zu machen, dass ich etwa eine Theorie der Stille im Design bilden will. Das ist nicht Ziel des Abends, sondern es geht darum, ja, über weltanschauliche Dinge zu sprechen, aber eben aus einer Ich-Perspektive. Das ist sozusagen den Trick, den ich anwenden musste in der Vorbereitung dieses Vortrags, dass ich eben diese weltanschaulichen Themen, die ja in den Vorlesungen ja immer auszuklammern sind, aus gutem Grund, weil wir neutral sein müssen oder sollen, müssen weiß ich gar nicht, aber meines Erachtens sollen, sind die ja ausgeklammert. Und das war so der Kniff, den ich machen wollte, dass ich da eine Ich-Botschaft draus mache. So ist es quasi meine Meinung. Und so möchte ich das Ziel dennoch verfolgen, in diesem Existenzgründer-Vortragsserie ein bisschen was beizutragen über mentale Methoden. Und das sind dann mit dieser Struktur möchte ich das tun, also
die Ziele nochmal einzuordnen, die ich jetzt gerade angeschnitten habe. Und dann dieses Innen und Außen bezieht sich quasi das Innen, eine kurze Rekapitulation von dem, wie ich es mir zurechtlege, wovon ich aber auch jetzt schon ganz viele Überschneidungen festgestellt habe zu dem, was Thomas Hanstein gesagt hat. Und das Außen sind quasi diese besagten Techniken, die aus meiner Berufspraxis und Alltagsgestaltung eben stammen. Ziele also, Lebenspraxis und das Schöpferische als zentraler Begriff hier, darum geht es natürlich. Deshalb ist es eine Methodik für mich, um eben etwas Schöpferisches zu tun, ein kreatives Leben zu führen. Und das ist schon irgendwie auch pragmatisch oder gar positivistisch jetzt gedacht. Was müssen wir eigentlich tun, um ein schöpferisches Leben zu führen? Und das ist so also eine Zielsetzung, die ich damit verfolge. Und wie gesagt, es ist ein individuelles Szenario und hat nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein. Das wollte ich hier schon mal ausschließen. Ja, jetzt komme ich zu der ersten und auch einzigen Theorie, die ich zu bieten habe in dem Bereich. Aber es ist eigentlich genauso, wie eben schon gehört, nämlich mit diesem, ich muss mal zurückblättern, Geist, Leib und Seele, sagt Thomas Hanstein und sagt wahrscheinlich auch sonst noch andere Denker der Vergangenheit. So habe ich es aber auch vorher, bevor ich es gehört habe, zusammengemalt für mich, dass ich sage, der Verstand ist der kleinere Teil, ist eine Binsenweisheit, dass der bewusste Teil der viel kleinere ist, der Dinge ordnet, der Dinge plant, der Dinge auch versprachlicht. Und der größere und weitaus wichtigere Teil ist das Unbewusstsein, also das, was quasi unter der Schwelle ist, was wir wirklich wahrnehmen können. Und das anzuerkennen halte ich für ganz wesentlich für einen Designer, zu sehen, dass die eigentliche Arbeit unter dieser Schwelle passiert und wir eigentlich nur Rahmenbedingungen schaffen müssen, die eben gut sind dafür, dass diese Arbeit sich auch äußern darf und man den Mut hat, sozusagen die Ideen, die sowieso die ganze Zeit entstehen, zu greifen. Und dazu ist für mich der Körper ein ganz wesentliches Medium, weil man da spürt, also das sind wohl auch Parallelitäten zu Gotteserfahrungen bei der Geburt und beim Sterben. Ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber es sind schon sehr ähnliche Vorgänge, die passieren, wenn Ideen entstehen, also Gänsehaut und Schmetterlinge im Bauch und solche Dinge, das sind ja alles körperliche Regungen. Ich glaube, dass der Körper mit seinen Sinnen und das, was wir daran schulen können, ganz wesentlich beteiligt ist. Und vieles, was wir machen im Studium, sind Wahrnehmungsschulungen und quasi Übungen, den Körper dazu einzusetzen, Dinge wahrzunehmen, auch wahrzunehmen unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Und das Ganze wird dann umfasst mit dem, was ich jetzt mal mit Geist umschrieben habe, das ist aber wahrscheinlich auch ein zu großer Begriff dafür, aber das ist sozusagen das, was dann die Gesamtheit ausmacht, auch die Person ausmacht. Und diese Präsenz ist dann das, was die Person in der Idee spürbar macht. Und das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen weit gefasste These, aber ich glaube, deshalb muss man, oder ich sag's mal als Ich-Botschaft, deshalb habe ich keine Angst vor Virtualisierungs- und Digitalisierungs, Bildern, die ja immer damit handeln, wir lösen uns alle auf und wir sind dann irgendwie verschwunden, wer weiß wo. Deshalb habe ich da keine Idee, keine Angst, weil wir, wenn wir eine Idee haben und die äußern, dann ist das die personale Präsenz, die alles umfasst. Und deshalb glaube ich, ist Design eine durchaus sehr tiefe geistige Arbeit, die dann unsere Identität preisgibt und darstellt und spürbar macht.
dass wir auch in einer gewissen Art echt sind, also authentisch. Ich glaube, das haben wir in ähnlicher Form auch schon gehört mit den Schweigeerfahrungen. Und ich habe auch dazu geschrieben mit dem Frieden, also auch diese Erfahrung, dass in dieser Illumination verschiedene Ebenen zusammenklatschen und plötzlich da sind und plötzlich viel mehr sind, als man gedacht hat. Anfänglich, als man sich mit der Frage beschäftigt hat. Das ist für mich so ein Gefühl des Friedens. Das ist so, ja, das, was ich eigentlich so denke als Theorie, als theoretischer Rahmen, wenn man so will, oder sagen wir mal, ist mein konzeptioneller Rahmen, wie Ideen entstehen. Und jetzt will ich eigentlich als Übergang zum eigentlichen Hauptteil, zu den Techniken, tatsächlich eine Übung machen. Und das ist eigentlich eine Übung, die verkleidet ist als Pause, weil es ist eine stille Übung. Und die ist sehr einfach und auch sehr schwer. Und Mönche irgendwo und überall auf der Welt beschäftigen ein ganzes Leben damit. Aber eigentlich ist es einfach. Ich würde nämlich ganz gern hier eine Stoppuhr stellen und mach eine Minute Stille und wir machen die Kameras aus, also wir drei, mehr Kameras haben wir heute nicht. Und die Übung ist also, dass man ja, seinen Atem zählt. Ne? Man zählt jeden Atemzug einmal und dann kommt man bei 10 an und fängt wieder bei 1 an. Das ist eigentlich alles und das eine Minute lang. Und dann machen wir die Kamera aus und wenn wir wieder da sind, dann geht's weiter. Bis gleich. So, ja, da sind wir wieder nach dieser kleinen als Pause getarnten Stilleübung oder umgekehrt. Stilleübung, die als Pause getarnt ist. Ich möchte jetzt mal zu diesem Hauptteil kommen und das sind 8 Begriffe. Wäre jetzt schicker gewesen vom Design, wenn es auch 7 wären wegen den 7 Tagen, aber irgendwie habe ich daran nicht gedacht. Und zwar habe ich das benannt mit Außen.
Weil das, was man jetzt wirklich an Konzept bildet dazu, kann man nicht sehen. Das ist klar, das ist etwas, was die Theoretiker in der Theologie zu diskutieren haben. Und was man sehen kann, ist die Praxis. Und darum geht es mir jetzt, diese Praxis zu zeigen. Und wie gesagt, ich habe es eingeordnet als Ich-Botschaften. Das ist sozusagen das, wie ich mir das so zurechtlege und wie ich es mir so denke. Andererseits möchte ich auch dazu sagen, wenn man sich mit der Kreativitätstheorie, die es noch nicht so wirklich gibt, vielleicht gibt es die auch nie, oder ist es schon fertig? Das weiß man, ist zu diskutieren. Kurzum, wenn man da reinliest, gibt es immer diesen Punkt, wo es sich sozusagen deckt mit dem, wie ich es mir auch zurechtlege, wo ich dann sozusagen die Theorie lese und denke, ja, so ist es eigentlich bei mir auch. Allen voran jetzt diesen Begriff Spannung, der in ganz vielen theoretischen Modellen zur Kreativität eine Rolle spielt, von John Dewey und Bernhard Waldenfels zum Beispiel, sind zwei Theoretiker, die sich dazu ganz intensiv Gedanken gemacht haben. Und gerade John Dewey hat eben hier das eigentlich so ziemlich genau so gesagt, dass es eine Balance gibt, zu dem das Wesen strebt sozusagen, und ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht oder also diese Spannung, die braucht es, um überhaupt eine Äußerung entstehen zu lassen, dass dieser gestalterische Impuls überhaupt entsteht. Also ich muss irgendwas nicht egal finden im besten Minimum. Im Minimum muss ich es nicht egal finden, im Maximum muss es mich wütend machen und zur Aufruhr bringen, dass ich mich dazu äußern will. Und das ist eben dann der gestalterische Impuls und die Übung dazu. Deshalb ist sozusagen die Stille nicht mehr und nicht weniger als eine Notwendigkeit, die ich brauche, um eben das überhaupt wahrnehmen zu können. Weil wenn sozusagen alles in Bewegung ist die ganze Zeit, dann könnte ich sozusagen zu allem irgendeine Idee entwickeln, aber bin da nicht zielgerichtet. Also ich brauche den Abstand, ich brauche die Distanz, um diesen Gegenpol zu haben, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Okay, danke. Dann komme ich zu einem weiteren Gegenbegriff zur Stille eigentlich, die Bequemlichkeit. Man könnte ja denken, es geht hier darum, Wellness zu machen. Das ist gar nicht der Fall, weil die Bequemlichkeit natürlich auch für die Kreativität der Killer ist. Wenn ich sage, ich kann schon alles oder ich habe schon alle Aufträge gemacht, Logos zu irgendwelchen Digitalisierungsinnovativen mache ich nicht mehr, weil ich mir und so weiter. Also das ist sozusagen auch der Killer. Also diese Demut ist dagegen. Pol, zu sagen, ich muss diese Fleißarbeit machen, die gehört zur künstlerischen Arbeit. Und da fällt mir halt dieser Dank ein. Das ist auch so ein kirchlicher Begriff, den ich jetzt benutzen darf, weil der Kollege Theologe schon vor mir war. Aber das ist eine wichtige Übung, zu sagen, sich morgens hinzusetzen und sich mal aufzuzählen, für was man alles dankbar ist, um eben diese Demut halt dann aufzubauen, die man braucht für kleine, nervige und wohl auch wiederholende Arbeiten. Dritter Begriff, glaube ich, Kraft. Ja, dritter Begriff. Ja, auch ganz zentral in dieser Überlegung, weil sich ganz vieles um diesen Begriff dreht, ob man die Kraft hat für dies und jenes, warum man gerade keine Kraft hat. Warum man sozusagen auch einen Übermut verspürt. Und das ordne ich für mich in dieses Naturbild eigentlich ein, dass man eben sich als Teil des natürlichen Ganzen versteht. Und wenn man das mal beobachtet, wie so ein Wald so übers Jahr hinweg sich entwickelt, dann weiß man ja gar nicht, im Winter kann man sich das gar nicht vorstellen, wo da die Kraft herkommt, die im Frühling wirkt, wenn alles grün wird und alles wächst.
und das Leben quasi neu beginnt. Und das ist für mich so ein Bild, dass man das auch an sich, oder ich mache es wieder als Ich-Botschaft, dass ich mir das auch vergegenwärtige, dass es bei mir wohl so ist, dass diese Kraft eine Varianz hat, die ich anerkennen muss, die ich tolerieren muss. Und ich glaube, vieles von diesem Leistungsethos geht dem vollkommen entgegen, dass man eben da sich auch ja, sich zumutet, immer gleich stark zu sein oder immer besser zu werden. Das ist ja auch so eine Idee, die da mitschwingt und die ich eigentlich auch irgendwie wieder natürlich finde, weil das ist nicht, also für mich ist es nicht normal. Und für mich ist das ein wichtiger Punkt zu sagen, ist halt gerade nicht. Stille, jetzt als zentraler Begriff, Stille, die Stille zu üben, das haben wir jetzt gerade gemacht. Das ist eine Übung, die tatsächlich eine alltäglich ist für mich, die viel Übung braucht tatsächlich, sich morgens hinzusetzen und 2 bis 12 Minuten zu sitzen. Und ich habe das tatsächlich so geschrieben, sich in sich hineinsetzen, dieses in sich hineinsetzen ist auch das Bild, was wir eben von Thomas Hanstein gehört haben, dass ich ganz oft das Gefühl habe, morgens, das gehört sozusagen zum Startritual, dass ich das Gefühl habe, ich setze mich zwar hin, aber ich bin auch selbst noch gar nicht selbst in mir auch sitzen, ne? Und das braucht eine Zeit. Und ich habe das immer so als Klosterhumor abgestempelt, das Zitat vom Dalai Lama, wenn er sagt, manchmal habe ich so viel zu tun als Politiker, da muss ich statt 1 Stunde 2 Stunden meditieren. Aber irgendwo ist da was dran, dass da diese Zeit gebraucht wird, um sozusagen dieses Zusammenfinden von Körper und Geist herzustellen. Und das ist für mich diese Atemübung. Und es dauert sicherlich eine Zeit, bis man das drauf hat, so. Also sicherlich Monate. Und da kommt es eben zu einem Begriff, der auch nochmal wichtig wird, zum Begriff des Rhythmus. Wenn ich diese Gewohnheit mir mache, dann habe ich, was ich nenne, die freundliche Form der Disziplin. Also das ist dann eine Sache, die man vielleicht mit 1 Minute anfängt, so wie heute, und vielleicht irgendwann mal aufbaut, bis man eben dann das schafft, mal 10 Minuten zu sitzen. Und ja, man hat dann sozusagen eine Light-Version der stille Exerzitien, der Schweigeexerzitien. Jetzt komme ich zu einem Kapitel, das so ein neues Licht eigentlich drauf wirft, nämlich auf das, es ging ja jetzt bisher nur um die Person, denjenigen, der es macht. Und jetzt kann es natürlich darum nicht gehen, zu sagen, man macht sich da ein friedliches Leben, sondern es muss natürlich darum gehen, mit anderen zu arbeiten, in anderen etwas auszulösen. Das ist unser Job im Design. Und ich glaube, dass das der wesentliche Grund ist, warum man es mal probieren sollte, sozusagen diese Metaphysik oder im nächsten Begriff diese Transzendenz im Design tatsächlich zu einem Thema zu machen, obwohl das habe ich jetzt in der Vorbereitung sehr stark erfahren, immer wieder schwierig ist, weil es halt so diffus und so esoterisch auch sich anfühlt. Aber ich glaube, dass das Design Leben, also das kreative, schöpferische Leben, sehr viele Überschneidungen und Ähnlichkeiten mit einem religiösen Leben hat, weil man nie weiß, welcher Auftrag morgen kommt. Man weiß natürlich auch nicht, welche Idee zu dem Auftrag, der vielleicht morgen kommt, sich einstellt. Und dieses darauf vertrauen, dass ich das kann in Zukunft, das ist etwas, was schon ein transzendenter Moment ist, weil man eben auf etwas vertraut, was außerhalb einem selbst oder zumindest außerhalb seines Bewusstseins und so aus seiner
seine Kontrollmechanismen übersteigt. Und wenn wir da den Begriff der Schöpfung jetzt gehört haben im ersten Teil, dann gibt es auch da ganz viele Überschneidungen zwischen dem Chaos und der Ordnung, die eben das ausmacht. Jetzt komme ich zum letzten Punkt und damit hoffe ich, dann sind wir ziemlich in der Zeit, das Lassen, das Loslassen. Der Kollege Thomas Hanstein hat es auch schon ein bisschen vorweggenommen. Das war tatsächlich auch mein Hintergedanke, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Was passiert, wenn wir Ideen in die Welt lassen und das dann auch sich nicht so entwickelt, wie man will? Oder positiv gewendet, wenn ist es ja das Größte, wenn man sein Plakat sieht oder sein Logo nach Jahren. Was ich damit andeuten will, ist, dass dieses Zulassen, Loslassen, Gehen lassen natürlich auch dazu gehört. Und umso mehr ist es eine Notwendigkeit, darüber nachzudenken, wie man dieses Weggeben und dieses Gehen lassen zu einem Kreislauf macht, der ja sich nicht. Das ist so ein Wort, was heute komischerweise noch gar nicht vorkam, dass es man nicht ausbrennt, dass das Feuer, wenn es eins ist, brennen bleibt und so weiter. Also diese Metaphern kann man ja damit einbauen. Das bleibt jedem überlassen, welche Metapher man wählt. Aber der Punkt ist natürlich schon, dass man eine geistige Arbeit macht, die seelisch viel verlangt. Und deshalb, ist es eine Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und das war nicht zuletzt, und das war sozusagen das Zentrum unseres Ansinnens heute Abend, darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe und wünsche mir, dass das uns gelungen ist, da ein paar Wege aufzuzeigen und ein paar Techniken an die Hand zu geben, ein paar Anstöße zu geben, zu einem Duktus, der bei jedem natürlich ein bisschen anders ist. Das ist, glaube ich, das Schöne dran, dass da jeder ein Teil, jeder einen Aspekt anders ausprägt. Und damit möchte ich schließen mit diesem Lehrerappell, dass es für mich ein Teil eines jeden Studiums ist, egal auf welcher Ebene, dass es eben darum geht, so einen persönlichen Lebensstil zu entwickeln. Ja, vielen Dank für das Zuhören. Dann gebe ich mal wieder zurück an die Bärbel und die Moderation. Ja, schönen Dank euch beiden und habt uns viel zum Nachdenken gegeben, glaube ich. Und ich hoffe auch, dass dein Appell jetzt, dieses Thema der Stille, sich damit auseinandersetzen, loslassen in einer komplexen Welt, darauf vertrauen, dass die Idee kommt, etc., dass das sich einlöst. Ich nehme ganz viel mit zwischen Verstand, Körper, Geist, Geduld und dem Glück und Sinn, um das es hier ja auch die ganze Zeit oder den ganzen Abend ging. Fand ich wunderbar und würde euch beide jetzt bitten, Thomas, Andreas, dass ihr vielleicht nochmal aus eurer Sicht ein kurzes Schlussstatement gibt. Gern, Andreas, fängst du an? Ja, gern. Also ich wünsche mir, dass wir das hineintragen ins Studium als Thema einfach, weil es sozusagen neben dem Thema, ne, neben den eigentlichen Projekten halt immer so ein gewisses Thema ist, nämlich Thema personale Entwicklung. Ne? Das ist so deshalb, warum es hier richtig ist. Und das würde ich mir wünschen, dass es ankommt in den unterschiedlichen Studienphasen und darüber hinaus. Ja, vielen Dank. Daran kann ich nur anknüpfen. Ich habe mich gefreut über diese Anfrage, dass also jemand anderes gesehen hat, dass es da Ähnlichkeiten geben muss. Und ich habe auch was gelernt. Ich habe gelernt, dass für mich sind die Parallelen die Knotenpunkte. Ich habe von Knotenpunkten des Lebens gesprochen. Also auch von den Existenzialen, in denen ich unterwegs bin als Seelsorger,
Das ist, glaube ich, bei euch ähnlich. Projekte haben Geburtsprozess und sterben. Also dieses Aufgespanntsein dazwischen, ich glaube, das ist für mich ein Bild, was unsere beiden Bereiche eint. Punkt.